Okay, das gibt's heute zu Abend. Im Vergleich meine Hand. Meine Faust. Wenn ihr dadurch keine Gains saven könnt, dann weiß ich's auch nicht, wodurch sonst. Ja Leute, wir befinden uns in der Wohnung. Hier stehen schon die ganzen Pakete. Der Chris hilft mir jetzt alles aufbauen. Und ich würde sagen, ab geht's. Hier, wie man sieht, das Bett, das steht schon alles. Jetzt brauchen wir nur noch diese Wohnwand für Fernseher und Co. Ab geht's. Ist sehr bequem, ja. Aktuell ist es 22.36 Uhr. Die Wohnwand ist fast fertig. Zwei Regale stehen, eines muss noch zusammengebaut werden. Aber jetzt wird erstmal gegessen. Feuer! Kann ich eigentlich Ton? Man kann was reden oder kann ich den Ton erschalten? Das filmst. How about now? Ja, sicher. Home alone, my friends. Und ich bin jetzt gerade hier fleißig am Videocutten. Bin vorher gerade heimgekommen. Es ist niemand da. Ganz alleine für mich habe ich die Wohnung. Wie gesagt, Videocutten. Und das gönne ich mir jetzt mal. Und zwar sind das Haferkekse. Ja, keine Ahnung, wie die schmecken. Ich habe sie noch nie probiert. Ich habe sie einfach gesehen und musste sie direkt mitnehmen. Schauen wir uns mal die Nährwerte an davon. Und zwar haben die Teile von 100 Gramm 487 Kalorien, knapp 20 Gramm Fett, 8,6 Gramm davon gesättigte Fettsäuren, Kohlenhydrate sind 70,1 Gramm. Und Eiweiß 5,2 Gramm, das was jetzt natürlich keine Eiweißbombe ist. Aber Eiweiß habe ich für heute schon gedeckt, ich muss nur noch auf meine Kalorien kommen und deswegen haue ich mir da jetzt dann 200 Gramm davon rein. Nebenbei während dem Videocutten und ich bin dann genau bei 3723 Kalorien, was eigentlich noch viel zu wenig ist. Schauen wir mal, wir hatten heute zum Frühstück zarte Haferflocken 150 Gramm, dann hatten wir Erdbeeren, also mein Oatmeal, Kokosraspeln, Nutella, kennt ihr schon alles. Dann Tortelloni Prosciutto, kennt ihr auch, mit Kidneybohnen, Gouda-Käse, Thunfisch. Und ich habe mir vorher schon meinen Magerquark gegönnt mit Haferflocken und jetzt eben diese Haferkekse, diese Oat Biscuits. Was uns insgesamt auf 167 Gramm Eiweiß bringt, dann 118 Gramm Fett, was ziemlich viel ist, aber I don't care, ich bin im Aufbau, und knapp 480 Gramm Kohlenhydrate. So, jetzt wisst ihr mal ungefähr, the fuck, jetzt wisst ihr mal ungefähr, wie viele Kalorien ich heute zu mir nehmen werde, beziehungsweise es muss noch ein bisschen mehr werden, weil jetzt schauen wir mal, wie viel das ich gestern verbrannt habe. Seid ihr bereit für die bittere Wahrheit?
Es ist so frech. 4530 Kalorien habe ich verbrannt. Oh, shit. Das heißt, ich muss jetzt dann noch 200 Kalorien in den Überschuss gehen. Das heißt, ich wäre bei 4700. Das wäre nochmal 1000 mehr, als ich jetzt essen muss. Ja, mal schauen, wie viel das heute noch reingeht. Wie gesagt, ich verspreche die Haferkekse, mache das Video zu Ende, ich hatte es zu Ende, Motivationsvideo. Ich hoffe, euch wird es gefallen. Ist mal ein bisschen anderes Motivationsvideo jetzt mal, nicht so, sondern anders. Nicht besser, nicht schlechter, einfach anders. Ja, ich rede nicht zu viel um den heißen Brei, sondern ich werde mir das jetzt alles gönnen und fertig hatten und vielleicht sehen wir uns danach nochmal. Vor lauter Fertigsein hätte ich jetzt fast den Geschmackstest vergessen. Ob der was kann oder nicht, wir finden es gleich heraus. Geil. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass sie so schlechte Nährwerte haben, weil eigentlich haben Haferflocken ja relativ viel Eiweiß. Oder auch, dass es wahrscheinlich so ein Zucker-irgendwas-Gemisch ist, ist es bei denen nicht so. Deswegen, das finde ich schade. Kann man sich eben, also an eurer Stelle, ich würde mir die nicht kaufen, sondern würde mir welche selbst machen. Geht ganz einfach. So Haferflockenplätzchen. Falls ihr keinen Plan davon habt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Dann mache ich mal ein Video dazu. Das geht wirklich ganz, ganz einfach. Schnell gemacht. Könnt ihr auch Müsli-Riegel draus zaubern und haben deutlich bessere Nährwerte. Aber, wie gesagt, ich muss nur meine Kalorien auffüllen. Dafür reicht es vollkommen.